Servus, grüß dich, Michael Montis da. Ich habe eine kleine Kurzfrage für den Snorris, für dein Giveaway. Da wolltest du unsere neueste Anschaffung haben. Du erwischst mich gerade beim Grillen. Und zwar, ja, ich habe jetzt gerade so einen Einweggrill da. Und ich würde mal ausprobieren, einfach weil, wie der funktioniert, weil so einen habe ich eigentlich noch nie benutzt. Und da tue ich jetzt einfach mal heute Abend ein bisschen Würstel grillen. Und dann sehen wir mal, wie gut das der funktioniert. Das ist aber nicht meine neueste Anschaffung. Meine neueste Anschaffung ist da hinter mir. Das ist mein neuer Topf, ein Hängetopf von Zebra. Das neue. War ziemlich lustig zu sehen, dass du den eingekauft hast, weil ich habe nämlich den genau 5 Minuten zuvor, bevor ich dein Video gesehen habe, habe ich nämlich dein Video gesehen, dass du da auch eingekauft hast, und zwar den größeren. Und dann schaue ich in die Videoplaylist rein. Hab das gesehen und denke mir, das gibt's ja gar nicht, haben wir uns gleichzeitig einen Topf gekauft. Bloß du hast den größeren und ich habe den kleinen gekauft. Ja, warum haben wir den Zebra-Topf gekauft? Und zwar, ich zeig's euch mal, da ist der bekannte Stanley. Und das da ist der Zebra-Topf. Was ist der große Unterschied? Der Stanley ist wirklich ein guter Topf, kann man nichts sagen. Stabil, kann man für alles Mögliche verwenden, leicht zu reinigen, Edelstahl, perfekt. Müsste man meinen. Er hat aber einen kleinen Nachteil, und zwar das. Wenn man jetzt zum Beispiel den Stanley auf einen Topf, auf einen Kochen drauf stellt, dann hat man eine ziemlich kleine Oberfläche, wo das Feuer einwirken kann, aber ziemlich hoch ist dafür das Wasser. Also die Wirkweise von einem Kocher ist dadurch nicht so stark. Hier hingegen hat man eine breitere Auflage und bei der gleichen Füllmenge wird das Wasser schneller zum Kochen gebracht. Und das nächste, was bei mir noch ist, ich habe keinen richtigen Topf mehr gehabt, der was für ein Lagerfeuer zum Beispiel ist. Da habe ich eigentlich nur den Koschi gehabt von der Bundeswehr, aber Aluminium, wisst ihr, ist nicht so toll. Und für Anfänger ist er immer noch ein schlechter Koschi, aber über Lagerfeuer ist halt das mit dem Koschi nicht so einfach, weil er einfach auch außen lackiert ist. Die Lackierung kann verbrennen und er schaut nicht bloß dann scheiße aus danach. Es ist auch gesundheitlich, glaube ich, nicht so toll mit Aluminium und so. Also irgendwann, glaube ich, steigt jeder mal auf Edelstahl oder Titanium. Und ich will mehr so jetzt in Richtung Edelstahl arbeiten. Und um einen guten Lagerfeuerpot zu haben, ist eben der da gewesen. Das ist der kleinere, ich glaube 1,4 oder 1,2 Liter hat der. Kann man aufmachen, innen drin ist dann nochmal ein Behälter. Da kann man dann wie einen Teller verwenden und ein ganz normaler Topf. Habe im Schwarzwald festgestellt, dass mir so ein Lagerfeuerpott richtig fehlt. Und darum habe ich mir jetzt so einen zugelegt, wenn ich mal wieder in unser Lager rauskomme, zum Lasten und so, dann kann ich den natürlich wunderbar damit verwenden. So, ich werde mir jetzt noch ein paar Würstel drauflegen. Da haben wir da die ersten paar. Machen wir mal ein paar Würstel und dann schauen wir mal, wie der Grill funktioniert. Ich hoffe, ich komme dieses Wochenende noch ein bisschen raus. Vielleicht auch zum Lager. Dann kann ich euch vielleicht noch mal einen Film zeigen. So, Christoph, danke für deine Giveaway. Und mach weiter so. Wir sehen uns wieder weiter auf Video auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus, sagt der Michael Monti. Abonniere. Einen kleinen Nachtrag habe ich für euch noch. Und zwar, wie man sich einen ganz einfachen Potthänger aus einem Ast bauen kann. Der muss gar nicht mal so stabil sein. Und zwar, das Hauptteil ist das da. Und zwar muss man da so eine V-Nut machen. Und zwar braucht man das dafür, wenn jetzt der Pott oder irgendwas aufgehängt wird, dass der praktisch beim Kippeln nicht runterfällt. Wenn man jetzt das mit einem Geraden hat, dann kann das aufkippeln und runterfallen. Drum da so eine V-Naht machen, ne? Dann hängt das da sauber drin. Und oben habe ich dann auch welche gemacht zum Verstellen von der Höhe. Dann braucht man da einen Stecknadel rein.
Der ist da ziemlich spitz gemacht. Schon hat man da ein kleines Lagerfeuer. Braucht man ein bisschen Stütze. Hat man einen schönen Potthänger. Ganz einfach. Das ist alles Nachtrag noch. Viert euch, Servus.